Jo, ich bin's nochmal, Ike. Zurück mit Spiel Nummer 2, Rematch gegen Eugen. Wer Spiel 1 gewonnen hat, verrate ich nicht, das ist hier irgendwo verlinkt. Erstmal das auschecken, wenn ihr jetzt hier Spiel 2 so sehen wollt. Videoanalyse habe ich jetzt nicht gemacht, aber Eugen, sein Spiel kenne ich ja schon länger. Er macht es auch ganz geschickt im Postgehen und so, da habe ich keine Chance. Er lacht schon wieder, gell? Das sind locker 10 Kilo Unterschied bei uns. Könnte hinkommen vielleicht, Größenunterschied auch nochmal. Man hat es schwieriger beim Werfen, er blockt meine Würfe leicht. Aber er ist schon gut unterwegs, ist auch schnell für seine Größe. Schön Fadeaway hat er. Ja, gibt's noch zu sagen? Ich muss mich ranhalten. Pumpe geht, bis 11. Nochmal. Ja. Mal zum Ball oder was? Nein, ich muss aufhören. Blockt er mich! Sieben. Komm, 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 komm! So frei! Der Zuschuss vom Dreier. Zehner. Beide.
Muscle. Oh mein Gott. Auf den Dreier ist Verlass. 1-1. Oder auch nicht. 1-1. Kann ich mir mit dem Arsch, aber Rematch muss her. 1-1 steht's. Nächstes Spiel kommt demnächst. Feedback geben, eure Meinung. Danke fürs Zuschauen, Mr. Marco und der Eugen da hinten. Und ich mache jetzt noch mal ein bisschen Werbung am Ende von dem Video, denn letztens hat jemand kommentiert, ich soll doch bitte am Ende von 1 gegen 1 Basketball Games schwarzen Bildschirm laufen lassen, damit man halt denkt, das Spiel geht noch weiter. So kann man nämlich vielleicht denken, es ist noch eine Aufholjagd möglich, wenn jetzt zum Beispiel jemand 10-6 vorne liegt und es geht natürlich jetzt nach 30 Sekunden zu Ende, weiß man, okay, derjenige hat keine Chance mehr gehabt, der kann nicht mehr aufholen, es ist vorbei, die Spannung ist weg, wisst ihr? Und wenn ich jetzt hier noch das Video strecke, in die Länge hinweg, wird die Spannung natürlich auch gehalten und das finde ich gleich doppelt so gut, weil so wird die Spannung gehalten und ich kann auch ein bisschen Werbung machen, daher mache ich das jetzt auch. Wer mir das nicht gönnt, ist gar nicht schlimm. Ich mache es jetzt einfach trotzdem, ich nehme mir einfach die Freiheit. Und zwar mal ein bisschen Werbung für meinen Shop, für meinen Merch. Ihr seht es ja, ich habe eh sehr viele Sachen. Seht ihr in meinen Videos immer wieder. Und wenn ihr Bock habt, einfach mal in meinen Shop vorbeischauen. www.mrmikeproduction.de ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habe ich richtig coole Sachen, richtig gute Qualität zu fairen Preisen. Die besten Preise, die ich zumindest machen kann in meiner Lage, weil ich bin ja kleiner Unternehmer, so in der Hinsicht. Daher ist mir so ein großes Lager nicht möglich. Ist immer einfach, es ist Einzelproduktion und daher geht es einfach nicht günstiger, aber trotzdem die Qualität ist dem Preis auf jeden Fall gerechtfertigt, weil ich habe die Sachen schon so oft gewaschen, es ist einfach qualitativ. Ich habe noch nicht eine einzige Beschwerde bekommen seit 2,5 Jahren, das sind sogar schon mehr, also daher habe ich wirklich, kann ich für mich selbst sagen, richtig gute Qualität am Start. Und jetzt natürlich nochmal Klassiker, was ich alles in meinem Shop habe, das Mr. Mike Shirt natürlich. Alles richtig coole Sache. 20 Euro, ich meine, ey, da kannst du nicht meckern. 20 Euro inklusive Versand. Der Druck vom Allerfeinsten, vom Waschen her super geil, weil es ist wichtig, wenn man es voll schwitzt, ist wirklich extrem wichtig, dass man es oft waschen kann. Das hier zum Beispiel, eins meiner Lieblingsshirts. Logo habe ich übrigens selber gestaltet. Da habe ich wirklich ein paar Stunden verbracht, aber es ist wirklich fett geworden. Offiziell verkaufen darf ich es nicht. Ihr dürft es aber gerne privat kaufen. Da schreibt ihr mich einfach an auf Instagram, Mr. Mike Production. Facebook bin ich übrigens auch auf erreichbar, Mr. Mike Production, wer kein Instagram hat. Da könnt ihr das erwerben. Jedes T-Shirt 20 Euro, echt feinste Qualität. Hoodies am Start. Und was weiß ich nicht noch alles. Schaut einfach mal vorbei. Über Support würde ich mich gerne freuen. Ist auch eine super gute Werbung. Ich finde es schick. Habe bis jetzt echt nur positives Feedback bekommen. Komischerweise, wo ich mir denke, ja, okay, ein Hater würde jetzt nicht 20 Euro ausgeben, um das zu kaufen und dann schlecht zu machen. Oder vielleicht doch. Hater, ihr seid gefragt. Ja, ansonsten gibt es noch was zu sagen. Habe ich sonst noch was zur Werbung machen? Eigentlich gerade nicht. Heute ist NBA 2K20 erschienen. Könnt ihr natürlich auch gerne rauslassen, wenn ihr das wollt. Gameplays dazu folgen auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht zum Release. Da habe ich keine Zeit für. Und da sind ja genug Leute am Start. Da schicke ich euch zu Max Sports. Wer den noch nicht kennt, der macht einen sehr guten Job. Und den will ich ihm auf keinen Fall wegnehmen. Ich bin eh ein 2K-Zocker, der zum Spaß zockt. Jetzt sind wir ein bisschen weit abgefahren zur Werbung machen von meinem Merch. Was habe ich sonst noch? Sonst habe ich schon nichts mehr. Ja, Feedback geben, eure Meinung. Wie findet ihr das sonst als Outro? Bisschen Werbung zu machen. Gönnt ihr oder gönnt ihr nicht? Könnt ihr gerne kommentieren. Einfach gönnen oder gönne ich nicht. Würde mich interessieren. Und ansonsten war es das schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.